Mein Gast heute hat eine richtige Kultfigur aus meiner Kindheit und Jugend gespielt. Damals hattest du aber eher noch so Trainingsanzug an, Handtuch um Hals, kleinen Schnauze und so, hast auch noch ein bisschen anders geredet. Damals Stefan von Erkern und Stefan, heute ganz einfach Florian Simbeck. Schön, dass du da bist. Ja, voll schön, dass ich da sein darf. Steckt doch noch in dir drin. Ja, früher habe ich so gesprochen, das stimmt ja. Mittlerweile bist du schon lange solo unterwegs, hast auch ein neues Solo-Programm, das heißt Guten Morgen. Hat erst im Oktober Premiere hier in München. Um was geht's da? Was sind jetzt deine Themen? Irgendwie Guten Tag kann so alles und nichts sein? Ja, Guten Morgen ist einfach so eine nette Botschaft. Ja. Ich dachte, wenn da Plakate hängen, Leute fahren da vorbei und da steht einer drauf, Guten Morgen. Da freut man sich doch. Generell geht es darum, wie bewältige ich den Tag? Was sind so die täglichen Krisen, die man durchstehen muss? Und kleine Tipps und Tricks, wie man mit solchen Situationen umgeht. Also Lifehacks letztendlich. Ja. Lifehacks, ja, ganz modern und kann jeder brauchen. Sehr schön. Ja. Bis Oktober ist noch eine Weile hin. Bis dahin kann man aber schon ein paar Sachen daraus sehen. Du trittst immer wieder an Comedy-Mixed-Abenden auf. Warum teilst du dir da die Abende mit anderen Leuten? Na, es ist so, also wenn man ein neues Programm schreibt, dann kann man das natürlich für sich selbst irgendwie zu Hause auswendig lernen und dann bei der Premiere zum ersten Mal vor Leuten vortragen. Das will ich aber niemandem zumuten und vor allem mir selbst auch nicht. Ich möchte schon eine gewisse Sicherheit haben, dass die Sachen sitzen und dass sie auch gut sind. Und deswegen probierst du die Sachen vor Publikum aus, in kleinen Shows. Immer mal so mal 5 Minuten, mal 20 Minuten, je nachdem. Und währenddessen macht man auch schon Connections mit anderen Künstlern und Bühnen und das ist gar nicht schlecht. Du bist aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch beim Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, wo du dann da probst. Ja, ich bin tatsächlich nur auf der Bühne. Und im Fernsehen ist ja alles im Prompter und genau. Da alles schon, ist vorher alles abgesprochen mit der Redaktion. Ja. Aktuell im bayerischen Fernsehen, immer Freitagabends, 22 Uhr. Die Komiker heißt die Sendung. Da spielst du in den Sketchen und schreibst aber auch. Richtig, und jetzt für mich als wirklich unlustigste Person der Welt, die sowas niemals könnte, wie fallen dir jede Woche wieder irgendwelche Witze ein? Es ist tatsächlich so, dass man sich alles aufschreiben muss. Also wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und sich absurde Situationen merkt und sich überlegt, wie kann man das übertreiben, überspitzen, was wäre, wenn das in der Situation passieren würde, muss man sich sofort aufschreiben und danach, wenn man schreiben muss, hat man einen riesigen Fundus. Also ich habe immer im Handy so einen Notizzettel, wo ich alles eintippe. So wie ich mit Geschenken für Weihnachten. Genau, Geschenkideen, klar, logisch. Genau. Ja, guter Tipp. Aber Humor ist ja auch ein Geschenk. Ja, und wie. Du hast aber anscheinend trotzdem noch Ideenüberschuss. Du hast nämlich nicht nur hier die Sendung im Bayerischen Rundfunk und auch nicht nur noch das Bühnenprogramm, sondern du hast auch noch einen YouTube-Channel zusammen mit einer Kollegin. Ja, okay. Könnte auch ein Koch-Channel sein vom Namen her, nicht so ein richtig leckerer vielleicht. Soft Eis mit Mayo heißt er. Warum hast du noch den YouTube-Channel? Es ist eigentlich so, dass man, während man dreht, immer lustige, abgefahrene Ideen hat und denkt, komm, da halten wir noch kurz die Kamera drauf und drehen was mit. Und es kommt aber nie in die Sendung, beziehungsweise man macht es einfach nebenbei. Und die Sachen sind teilweise auch zu krass fürs bayerische Fernsehen. Die sagen, so einen Scheiß machen wir nicht oder so. Oder? Und dann hebt man sich das auf und filmt es dann irgendwann in seiner Freizeit oder heimlich abseits vom Set. Ja. Und das hauen wir bei Soft Eis mit Mayo raus. Also es ist nichts Großes, wir haben auch nicht viele Follower, aber es macht einfach Spaß. Eine Art Hobby. Genau, ist ein Hobby. Wir haben schon, also man macht ja Einnahmen bei YouTube, man verdient ja auch Geld damit. Wenn die Leute klicken, ja, genau. Die Werbungen. Richtig, ja. Und wir haben jetzt schon die psychologisch wichtige 1,50 € Grenze überschritten. Also es geht nur noch aufwärts. Ich wollte schon immer mal wissen, was YouTuber verdienen. Ja. Ja. Die Großen, okay. Die Großen verdienen, glaube ich, wirklich viel. Aber bei uns, ich habe mal nachgeguckt, 1,50 haben wir jetzt so geknackt. Wir so, yeah! Insgesamt geil. Von insgesamt, allem? Insgesamt, ja. Es scheint sich zu lohnen. Ich werde es mir für mich auch crazy. Mal überlegen. Ja. Erkan und Stefan haben wir ganz kurz schon angesprochen. Ist wahrscheinlich auch total nervig, da immer wieder drauf angesprochen zu werden oder wo ist Erkan oder so. Aber trotzdem habe ich sowohl bei den Komikern als auch bei Soft Eis mit Mayo dich immer wieder auch in so einer Checker-Rolle gesehen. Also, manchmal kommt der Stefan doch schon noch mal durch, der oder? Der Checker ist da, den kriege ich auch nicht los und der macht auch riesig Spaß. Also diese Figuren gibt es ja immer noch. Wir haben die ja nicht erfunden letztendlich. Wir haben die ja damals uns von der Realität abgeguckt. Und die Ideen kommen und der Output muss irgendwie passieren. Du bist nicht nur Schauspieler, Komiker, sondern du bist auch in der Politik tätig. Ja. Würde ich sagen, normalerweise oder meistens machen sich Comedians oder
Kabarettisten eher über die Politiker lustig. Mhm. Wie geht es trotzdem zusammen? Du, ich glaube, alles, wie man seine Außenwelt wahrnimmt und dann mit anderen Leuten darüber spricht und vielleicht auch versucht zu beeinflussen, ist ja irgendwo Politik. Und in meinem Fall ist es so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mit Leuten politische Diskussionen führe, dass ich dann auch, wenn ich irgendwie die Absurdität oder einen Witz oder irgendeinen Vergleich baue, dann ist das ja auch eine Art von emotionale Herangehensweise. Wenn ich jemandem einen Witz erzähle, macht er kurz sein Herz auf. Mhm. Und dann kann ich vielleicht einen wichtigen Punkt rüberbringen. Und ich denke, dass Politik so auch funktionieren kann. Es muss nicht immer über Witze, aber einfach mal über ja, parallelen Vergleiche aufzeigen und Analogien. Fast schon ein philosophischer Ansatz. Ja, pragmatisch vielleicht. Bist du dann in deinen Bühnenshows auch manchmal politisch oder lässt du es dann da völlig raus? Es gibt einen ernsten Teil in meiner Show, den habe ich mir fest vorgenommen. Da geht es auch über Miteinanderleben, über Rassismus und Toleranz. Und das wird auf jeden Fall einen Teil bekommen. Und da werden dann auch nicht so viele Punchlines kommen. Okay. Ne? Siehst du, also Comedy und Politik, das können beides Berufe sein, aber sind beides auch Leidenschaften. Ist da eins von beiden mehr Beruf oder ist eins? Sagen wir mal so, bei der Politik, ich sitze wirklich jetzt in keinem wirklich, kein Gremium, das wirklich viel schaffen kann. Ich sitze im Kreistag, da bekomme ich Einblicke und kann natürlich mit meiner Fraktion Entscheidungen mittragen, wo ich auch informiert werde und es ist gut, dann wird diskutiert. Aber es ist eigentlich ein zahnloser Tiger, denn die Verwaltung, die bereitet alles vor und dann kann man nur noch sagen ja oder nein. Hm. Und Gott sei Dank muss man nicht so oft mit Nein stimmen. Ja. Dann wünsche ich dir trotzdem viel Erfolg in der Politik mit deinem YouTube-Channel, mit, ja, und vor allem mit dem Comedy-Programm. Ja. Und mit deinem Comedy-Programm. Also Dankeschön. So viel Zeug. Im Oktober dann. Dann komme ich vielleicht nochmal. Guten Morgen. Ja, hoffentlich. Ich würde mich freuen. Viel Erfolg und schön, dass du da warst. Danke dir.